So, jetzt stehen wir hier vor einer wirklich meiner Lieblingsbilder. You are the greatest. Dieses Bild habe ich schon jahrelang eigentlich im Kopf gehabt, Muhammad Ali. Zu Ende gemacht habe ich es, also den Entwurf zu Ende gemacht habe ich an Alis Geburtstag. Das ist erst ein paar Wochen her. Und hier sieht man ganz gut, das ist ein Negativteil, was wieder verbrannt wird. Ja, hier sind all die Dinge drauf, die Ali genau zu dem bewegt haben und zu dem gemacht haben, was er letztendlich für uns alle dann geworden ist, ein kleines Jugendidol und ein großartiger Sportsmann und Boxer, der nämlich einfach gesagt hat, warum soll ich hier hingehen und irgendwelche Jungs aus Vietnam abknallen, ja, nur weil mich da jemand hinschickt, ich will lieber boxen, ich habe keinen Bock auf so einen Scheißkrieg. Meine sehr verehrten Damen, Herren und Kinder, zwei fast identische Bilder, gewidmet dem größten Boxer aller Zeiten, Muhammad Ali alias Cassius Clay. Was passiert jetzt hier? Wie Sie sehen können, werde ich diese zwei Bilder ein letztes Mal betrachten. Dieses Bild, von mir aus gesehen links, stellt das positive Leben von Muhammad Ali dar. Und dieses rechte Bild hier, ganz klar zu erkennen an dieser Kriegsszene und an diesem wunderbaren Geist, genannt Ku Klux Klan, stellt sowohl den Lebensentwurf seiner Namensänderung dar, als auch das, was Muhammad Ali dazu gebracht hat, den Wehrdienst zu verweigern, ins Gefängnis zu gehen und seinen Weltmeistertitel niederzulegen. Was jetzt mit diesem Bild passiert, werden Sie gleich sehen. Ich fange einfach mal an und widme mich meinem Werk sozusagen in der letzten Instanz. Kein Mensch möchte Krieg. Ein Teil des Vietnamkrieges ist weg. Und damit ein Teil von Alis negativsten Erlebnissen. Nicht ohne diesen weisen alten Mannes zu gedenken. Das ist nicht Alis Begräbnis, das ist das Begräbnis des Negativen in seinem und sicherlich auch im Leben meines Künstlerdaseins. Mach's gut, mein Lieber. So, cut.